Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Kauf diesen Stift, der ist urleiwand. Du kannst damit schreiben, du kannst klicki-klicki machen und du kannst sogar auf deinem Telefon herumwischen. Ist das nicht der geilste Stift ever? Und damit endet mein Bewerbungsvideo für eine Werbeagentur. Die werden sich einen Haxen ausgefallen. Aber eines ist natürlich klar, zumindest beim Whisky-Konsum kann ich wahrscheinlich mit den Damen und Herren aus der Werbebranche mithalten. Aber wie spannend und interessant die Werbebranche sein kann, das kann man womöglich an der Serie Mad Men erkennen. Eine Serie, die ich ursprünglich irgendwie gar nicht mal so ernst genommen hatte, bis sie dann übrigens es auf insgesamt 7 Staffeln, 92 Folgen gebracht hat und 16 Primetime Emmys gewonnen hat und aktuell in der IMDb sogar auf der Liste der besten Fernsehserien aller Zeiten auf Platz 101 steht. Holy freaking hell! Und bislang war tatsächlich meine einzige Berührung mit der Serie Mad Men die Tatsache, dass die Serie damals in Amerika eine der ersten Serien war, die auf Blu-ray veröffentlicht wurde und dass Amazon damals noch beim Black Friday Sale relativ wilde Deals angefertigt hat, die mich dazu bewegt haben, die ersten Staffeln der amerikanischen Version von Mad Men zu kaufen, aber nicht dann sie auch anzuschauen. Also gesehen habe ich die Serie bis heute noch nicht, aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann einmal, denn jetzt habe ich natürlich die ultimative Version, die Complete Collection. Die ist in diesem Fall nicht mehr aus Amerika, sondern die wurde in England veröffentlicht und hat ein schlichtes, aber wie ich finde, marketingtechnisch doch interessantes Design. Wir bekommen nämlich hier auf der einen Seite beim Titelschriftzug ein bisschen Partial Gloss und dann auch hier diese Skyline, die eigentlich das einzige wirkliche Designelement von dieser Box ist, die nehme ich einmal an, New York darstellen soll, weil das ist ja auch der Ort, wo diese Serie spielt, haben eben diesen partiellen Glanzlackeffekt. Der Rest ist einfach eben nur in diesem matten Weiß und macht sich eigentlich wirklich relativ gut. Zumal man auch nicht vergessen darf, dass diese Box ein wirklich massiver Koloss ist. Und ich mag auch nämlich die Tatsache mit diesem Spine hier ganz gerne, beziehungsweise, dass dann dieses Design hier auf dem Backcover quasi fortgesetzt wird. Ich muss nur an dieser Stelle schauen. Na, ich wage es, glaube ich, nicht, dieses Papier abzunehmen. Wir haben hier dann noch einmal den Serientitel, beziehungsweise eben unten dann wieder auch fortgesetzt, die Skyline natürlich ebenfalls auch hier mit diesem Partial Gloss Effekt, weil diese Box ist ja mittlerweile eben schon relativ alt. Veröffentlicht wurde diese Complete Collection in England im November 2015 und hat offensichtlich dann die Zeit in einem, ich sage jetzt einmal, veritablen Sammlerhaushalt zugebracht, weil ja, natürlich, unsere Vorstellung eines perfekten Sammlerzustands sieht natürlich anders aus, als es das bei dieser Box dann letzten Endes ist, aber am Ende des Tages gibt es nur ein paar geringfügige Gebrauchsspuren, beziehungsweise ist es halt eben in erster Linie dieses Backcoverblatt, das ein bisschen wie der amerikanische Werbetexter sagen würde, Shelfware abbekommen hat. Aber was ich in diesem Fall eben ganz besonders genial finde, ist die Tatsache, was wir hier alles an Bonusmaterial vorfinden und natürlich auch, wie dieses Set letzten Endes verpackt ist. Wir bekommen nämlich hier eine extrem stabile und nicht ganz saubere buchartige Verpackung, die eben hier in diesem stabilen und extrem dickwandigen Karton Schuber steckt. Wir haben, das Einzige, was ich mir tatsächlich nicht vorstellen hätte können, ist, dass dann die Verpackung innen noch einmal ein Spürchen schlichter ist als die außen. Da bekommen wir nämlich einfach nur den Titelschriftzug geboten mit dem Partial Gloss, beziehungsweise eben hier dann noch einmal den Anzugträger. Was uns dann allerdings im Inneren erwartet, das finde ich absolut genial. Hauptdarsteller Jon Hamm,
hier auf der rechten Seite, beziehungsweise zwischendurch das ein oder andere Zitat aus der Serie. Und wir haben es dann natürlich eben hier immer mit einzelnen Bildern zu tun, wobei die Discs hier oben einfach nur so entnehmbar sind. Ich glaube, ich werde in diesem Fall nicht jede einzelne Disc entnehmen, weil ich habe tatsächlich, wie ich das Set gefunden habe, eben bei der Müllabfuhr, man muss es tatsächlich noch einmal betonen, bereits probeweise versucht, einzelne Discs zu entnehmen, um eben zu schauen, ob diese noch abspielbar sein dürften oder ob da vielleicht irgendwelche Schäden vorliegen. Und es war teilweise gar nicht mal so leicht, diese Discs überhaupt aus ihren Laschen und Taschen zu bekommen. Denn die haben da eine recht interessante Vorkehrung, dass sie hier dann so einen leichten Stopp haben und man sie wirklich hineindrücken muss, dass sie dann drinnen mehr oder weniger einreißen. Was natürlich eine coole Idee ist dafür, dass man, dass die Discs eben nicht Gefahr laufen, dass sie rausfallen, wenn man das Set einfach nur bewegt. Dabei muss man allerdings sagen, dass es natürlich bei dieser Art, wie man diese Discs hier rausnehmen muss, absolut unmöglich ist, dass man nicht nach der ersten Entnahme auch die ersten Fingerabdruckspuren auf seinen Discs hat, weil das ist natürlich am Rand absolut unvermeidbar. Dabei muss man allerdings sagen, dass Blu-rays ja dankenswerterweise wesentlich weniger anfällig sind für Kratzer bzw. eben irgendwelche, wie soll man dann sagen, fatalen und finalen Schäden als die guten alten DVDs, sodass man im schlimmsten Fall ja hier sogar noch mit dem T-Shirt ein bisschen drüber wischen kann, ohne dabei Angst haben zu müssen, dass man dabei etwas kaputt macht. Das war ja etwas, das quasi bei CDs und DVDs noch absolutes No-Go war, das jetzt dann allerdings bei Blu-Rays und UHDs aufgrund der besseren und kratzunempfindlicheren Oberfläche eigentlich kein großes Problem mehr ist. Aber wir haben es jetzt dann mittlerweile einmal schon zur vierten Staffel von den insgesamt sieben geschafft und hey, aus irgendeinem Grund gehen die Discs heute wesentlich leichter raus. Vielleicht schauen wir uns doch alle an, weil es ist natürlich, finde ich, schon auch interessant zu sehen, wie diese Discs und Sets dann wirklich aussehen. Wir haben hier grundsätzlich eben immer auf diesen Doppelseiten dann eine Staffel ausgestattet, auf der einen Seite mit ein paar Bildern aus der jeweiligen Staffel, beziehungsweise eben einem größeren durchgehenden Bild, wo wir dann den kompletten Cast, der eben zu dieser Zeit amtierend war, darstellt, wobei man echt sagen muss, dass laut der IMDb die Darsteller von der Serie Mad Men wirklich nahezu alle Hauptdarsteller auch wirklich von Anfang bis Ende mit dabei waren und in so ziemlich jeder Folge auch ihre entsprechenden Auftritte hatten. Das finde ich ziemlich cool. Wir können dann einmal hier auf der einen Seite habe ich tatsächlich ein bisschen einen Kleberverlust wahrgenommen beim Rücken. Das kann man aber dann vielleicht irgendwann einmal noch einmal kitten, damit man da nicht irgendwann einmal irgendwelche permanenten Schäden hat. Aber wir sind ja mittlerweile sogar schon bei Staffel 6. Und interessant, dass jetzt dann die Disc-Artworks anfangen in schwarz-weiß zu sein. Es macht auch was her, muss ich tatsächlich sagen. Auch das gefällt mir irgendwie. Aber ich glaube, das, was diese Box dann wirklich ausmacht, das sehen wir dann erst ganz zum Schluss. Denn da kommen dann die ganzen verschiedenen Gimmicks. Ja, Final Season Part 1. Offensichtlich hat man damals dann die siebte Staffel auf zwei Sets aufgeteilt, damit man da vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle rausholen kann. Das ist wirklich eine widerwärtige Geschäftspraxis. Aber kann natürlich auch sein, dass die siebte Staffel damals ein bisschen getrennt ausgestrahlt wurde mit irgendeiner Pause dazwischen. Ja, die startete im August 2016 und lief dann bis November und hat außerdem übrigens auch nur 14 Episoden, die man dann auf zwei Teile natürlich aufteilen musste. Ist ja klar. Aber
Es war ja etwas, das ist heutzutage ja zum Glück fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Das war ja nur eigentlich zur Anfangszeit, als man begonnen hat, damit Serien zu veröffentlichen. Was mich an der Stelle jetzt wirklich interessieren würde, ist, ob da jemand von euch einen Überblick hat, was eigentlich das größte jemals veröffentlichte DVD- oder Blu-ray-Set ist, wenn es um die Zahl der enthaltenen DVDs geht. Weil mittlerweile gibt es ja eben schon komplette Serienboxen von Serien wie Stargate oder eben von den ganzen CSIs, wo dann, glaube ich, jeweils an die 70 DVDs dann drinnen sind. Oder gibt es nicht sogar irgendeine eine Serie, wo es dann 100 DVDs waren, die da in diesem Set drinnen sind? Und ich habe jetzt tatsächlich vergessen, welche Box das war, die eben wirklich dermaßen unpackbar umfangreich ist. Aber wir haben es jetzt einmal durch die DVDs geschafft und wir bekommen jetzt dann hier ganz am Ende noch so eine vertrauliche Mappe mit verschiedenen Goodies geliefert. Und da wollen wir natürlich auch einen Blick hinein werfen. Das ist tatsächlich eine vollwertige Tasche, also nichts, das dann irgendwie die Sachen dazu verleitet, nach draußen zu fallen, sondern wir bekommen dann hier einzelne Dinge, die natürlich sicherlich irgendwo ihren Ursprung in der Serie haben. Wir haben hier einen Ausschnitt Why I'm Quitting Tobacco mit einem Ausschnitt offensichtlich von der New York Times aus der Serie. Wir bekommen hier ein bisschen Briefpapier von eben dieser Marketingagentur aus der Serie, haben dabei sogar mehrere drei Seiten jeweils. Und es gibt dann auch noch mehrere Seiten hier von SCDP, also mit einem anderen Logo. Auch hier haben wir 1, 2, 3 Seiten und auch noch einmal gibt es hier ein alternatives Briefpapier, auch davon 1, 2, 3 Stück, ist auf jeden Fall eine interessante Idee für eine Beigabe bei einer Limited Edition, weil auf der einen Seite finde ich ja schon immer so diese Postkarten und Dings immer ganz, ganz witzig, weil es ist ja eigentlich nur ein bisschen bedrucktes Papier, aber das ist die erste Limited Edition, wo ich quasi sehe, dass nicht bedrucktes Papier, leeres, weißes Papier als Bonusmaterial von dieser limitierten Sammleredition dabei ist. Das ist wirklich dreist. Aber natürlich in dem Fall auch ziemlich cool, weil es natürlich dieses Papier dann auch in der Serie sicherlich seine Relevanz hat. Wir sehen hier Grundrisse eben von den Büroräumlichkeiten. Wir haben hier, oh, und ich hätte schon wieder meine blöde Schnauze halten sollen und vielleicht vorher alles anschauen, bevor ich mich aufrege. Natürlich gibt es hier auch einen bedruckten eine bedruckte Seite mit quasi einem Press-Release über irgendeine Umbenennung oder einen Merch von dieser Firma. Dann haben wir hier auch noch ein paar Character-Cards, die eben offensichtlich von dem Design hier jetzt gegen Ende der Staffel aufgenommen zu sein scheinen, weil ich glaube, das war der Hintergrund, der auch bei dieser Box assoziiert war mit dem ersten Teil der siebten und letzten Staffel. Und last but not least, wenn wir diese Bilder dann wieder auf die Seite gelegt haben, gibt es hier eben auch noch das, was bereits angekündigt war auf dem Backcover von der Box, nämlich eben ein 24 Seiten starkes Booklet mit einem Episodenguide. Und das finde ich eigentlich immer relativ cool, vor allem, weil ja auch die Seiten in dem Fall relativ stark und stabil sind und wir dann sogar eben auch immer angegeben bekommen, was auf den jeweiligen Discs eben nicht nur als Folgen, sondern auch an Bonusmaterial enthalten ist. Das ist ja bei eben so umfangreichen Serienveröffentlichungen immer wieder ein bisschen eine kritische Sache, dass man sich da eben auch wirklich zurechtfindet, dass wenn man halt zufällig jetzt einmal irgendein bestimmtes Material sehen würde wollen, dass man das dann eben auch entsprechend findet,
unnötig lang herumsuchen zu müssen. Ich kenne ja sogar Serienveröffentlichungen, wo quasi nicht einmal irgendwo draufsteht, welche Folgen auf den Discs sind und man dann teilweise 3 Discs einlegen muss, bis man dann die zufällig getroffen hat, wo dann die Folge, die man gerade schauen will, drauf ist. Das ist schon wirklich absolut mühsam. Also da finde ich tatsächlich, dass bei solchen Serien-VÖs immer ein Episodenguide eigentlich Standard sein sollte. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee und eine ziemlich coole Art, vor allem auch diese Special Goodies für eben eine Serie wie Mad Men, die sich ja eben mit Werbungen und Akten und so weiter sehr intensiv beschäftigt, zu verpacken. Das ist, wie ich finde, eine wirklich coole Box, die man vor allem für den von mir bezahlten eben gebraucht Müllabfuhr-Dandler Preis von 10 Euro wirklich extrem gerne in seine Sammlung aufnehmen kann. Ich mag dieses Trumm.